Wir glauben, dass der Gewinnentwurf eine tolle Sache ist, um Sie und uns zusammenzubringen und nach außen zu tragen und zu zeigen, wofür wir stehen und was wir sein wollen, gerade in diesen Zeiten. Moin aus dem Panzermuseum. Wir haben vor einiger Zeit einen T-Shirt-Wettbewerb ausgerufen, damit Sie uns ein T-Shirt designen. Und das hat wunderbar geklappt und ich erzähle gleich einiges dazu. Für die, die wissen, worum es geht bei der ganzen Sache, könnt ihr unten gleich weiterklicken ins nächste Kapitel, aber nicht ganz bis zum Ende, denn auch die Entwürfe, die nicht gewonnen haben, sind teilweise echt toll. Für die, die nicht wissen, worum es geht, kurz die Vorgeschichte. In der Debatte darum, was das Panzermuseum tut, was es ist, was es sein sollte, was es tun kann und so weiter, was seine Aufgabe ist, kam irgendwann mal der Begriff ins Spiel der FDGO Ultras. FDGO, in dem Fall die Abkürzung für freiheitlich-demokratische Grundordnung, also der Grundprinzipien unserer Verfassungsform, unserer Gesellschaft. Und wenn Sie das genauer wissen wollen, packe ich unten in den Text einen Link rein, wo Sie es nachlesen können. Ultras als Begriff aus dem Sport für die besonders fanatischen, besonders treuen Fans eines Vereins, in dem Fall eben der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Also diese FDGO-Ultra-Geschichte kam mal so als Metapher und Erklärung auf. Und dann stellte sich heraus, dass ziemlich viele Leute die Idee ziemlich cool fänden, davon ein T-Shirt zu haben, weil der Begriff halt wunderbar knackig ist und eben etwas ausdrückt, auf das man zu Recht sehr stolz sein kann. So dass man das dann gerne auch einfach auf der Brust trägt. So. Und genau, dann haben wir einen Wettbewerb gemacht, den verlinke ich Ihnen auch unten, da können Sie sich alles angucken, wenn Sie es noch nicht gesehen haben. So, und da sind jetzt die Einsendungen eingegangen, wir haben sie ausgewertet und wir haben einen Gewinner. Und bevor wir zum Gewinnentwurf kommen und alle die jetzt schon scrollen wollen, bleibt noch mal kurz hier. Zeige ich nämlich die anderen Entwürfe auch noch, die entweder besondere Erwähnung verdient haben oder den dritten und zweiten Platz gemacht haben und die auch toll sind. Und überhaupt gilt, wir haben von 26 Einsenderinnen und Einsendern 50 Entwürfe bekommen. Und da waren echt tolle Sachen dabei und ich kann bei weitem nicht alle heute nennen und erklären. Vielen, vielen Dank für die Arbeit, die Sie sich gemacht haben. Es war großartig, es war nicht leicht. Und wir haben uns total über die Resonanz gefreut, weil wir dachten, bei der kurzen Zeit, die wir geben können, kommen vielleicht 5 oder 6. Und 50 hat uns echt platt gemacht. Das war großartig. So, also danke an alle. Wir nehmen jetzt ein paar raus, die uns aufgefallen sind. Dann den dritten, den zweiten Platz und dann natürlich den Gewinner und wann das alles in den Shop kommt. So. Eins der besonders erwähnenswerten Designs ist dieses hier. Das ist von Dean Grindley oder Dean Grindley, ich bin nicht ganz sicher, wie man es aussprechen muss. Vielen Dank für diesen Entwurf. Was uns da wirklich gut gefallen hat, ist diese strenge Optik, die an wirklich Klamottenmarken und so weiter gemahnt, gleichzeitig aber schön aufgelöst mit den Justizierwagen und so weiter. Also war ein schönes Design. Hat es nicht geschafft, aber es ist so eine Sache. Das wäre zum Beispiel eine Idee gewesen, die uns sehr gut gefallen hat, die dann übertrumpft wurde, aber schon sehr schön war. Das hier war ein Entwurf, den besonders ich schön fand, aber auch die anderen, von Hartmut Bauermeister. Was da gefällt, ist dieses sehr schlichte Design mit diesem Retro-Vintage-Touch und eben dieses Established 1952. Für die, die es interessiert, googeln Sie mal, oder ich packe es Ihnen wieder in den YouTube-Text, nach dem SRP-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und dann lernen Sie erstens was über die FDGO und zweitens ein spannender historischer Fakt und drittens, woher diese Zahl kommt. Das war ein sehr schöner Entwurf. So, nach diesen besonderen Erwähnungen kommen wir jetzt zu Platz Nummer 3. Und Platz Nummer 3 gewinnt dieser Entwurf von Marc Knoblich. Der besticht durch seine enorme Detailvielfalt. Machen Sie nachher ruhig mal Pause und gucken Sie das im Detail an. Ganz viele schöne kleine gezeichnete Details. Die Grundidee der Bundestag auf Ketten, sozusagen bei der Durchsetzung der FDGO, ganz zauberhaft. Da steckt aber noch mehr drin. Hat uns sehr gut gefallen. Hat es leider nicht auf den ersten Platz geschafft, weil es für eine T-Shirt-Umsetzung schon wieder zu detailliert, zu viel Kleinkram, zu viel Details drin war. Das wirkt sehr voll. Aber das war ein technischer Mangel in der Idee und der Umsetzung. Sehr schön. Vielen Dank für diesen Entwurf. Platz Nummer 2 ist Sonja Oberstetter. Ganz knapp hinter dem Erstplatzierten. Hatten wir wirklich ganz lange in Erwägung gezogen. Der Leopard 2 als FDGO-Verteidiger, das Ultras als Graffiti dazugepackt. Schöner Entwurf insgesamt, sehr, sehr stimmig. War ganz knapp. Wir haben uns dann dagegen entschieden für die Erstplatzierten, aber das war wirklich eine tolle Sache. Das war super. Vielen, vielen Dank dafür. Und damit kommen wir zu Platz Nummer 1. Gewinner dieser ganzen Geschichte ist Tobias Quick, der damit die komplette Jahreskarte für sich und eine Gruppe von Begleiterinnen und Begleiter gewinnt, plus die Goodiebag. Und ich muss das, was jetzt kommt, in 2 Schritten zeigen, denn Tobias Quick hat eine Idee eingereicht, die uns sehr überzeugt hat, die dann auch gewonnen hat, die wir dann aber zur Produktion noch ein bisschen optimiert haben, sodass ich in 2 Schritten zeige, was am Ende rauskommt. Aber trotzdem, Ehre wem Ehre gebührt, die Idee ist eindeutig von Tobias Quick und das ist das, womit er gewonnen hat, nämlich dieses Design.
eine ganz witzige Idee, weil es so super minimalistisch ist. Für die unter Ihnen, die es nicht erkennen, das ist ein taktisches Zeichen. Und wie es bei der NATO gebräuchlich ist und eben auch bei der Bundeswehr auf Fahrzeugen, BAPT und da drin eben der Schriftzug FDG Ultras. Bei den meisten dieser Zeichen sind da Symbole drin, das kennen Sie alles von Panzerfahrzeugen, die Sie irgendwo gesehen haben, mit dem Kreuz oder den Ketten für Infanterie und Kettenfahrzeuge und so weiter. Aber er hat eben die Schrift da reingesetzt, wie sie beispielsweise bei den Feldjägern drin steht oder bei der Militärmusik. Insofern ist das erstmal ein richtiges Zeichen. So, das fanden wir erstmal toll und das wollten wir haben, weil es halt viel abdeckt, was eben in dieser Botschaft stecken soll. Und wir haben es dann noch ein bisschen auf die Spitze getrieben und haben im Einverständnis mit Tobias Quick das Design noch ein bisschen fortentwickelt. Und jetzt kommt das endgültige Design, was dann auf das T-Shirt kommt, und das ist das. Also, die taktischen Zeichen werden nach einer natürlich zentralen Dienstvorschrift geregelt. Die finden Sie auch, das ist die 1.11, die schwirrt im Netz rum. Alte Version, aber es reicht, absolut. Und da drin sieht man, wie die zusammengebaut sind. Dieser Rahmen bedeutet, dass es sich um eine Einheit handelt, im Gegensatz zu einem Stab oder einem Kommando. So wichtig fanden wir uns dann doch nicht. Also wir sind eine Einheit. Und zwar genau genommen, das zeigt diese eine Nupsi oben drauf an, eine Kompanie. Also je nach Truppengattung und Zeit, wo Sie gucken, so 80 bis 160 Leute. Und das ist eben erstmal so der Rahmen, eine Kompanie von FDG Ultras. Das zeigt natürlich eine gewisse Verbundenheit, eine gewisse Einheit an. Einerseits bezogen aufs Panzermuseum, wenn Sie das so lesen möchten, oder bezogen auf Sie, die FDG Ultras, die gemeinsam dieses Shirt tragen, oder eben beides, wir und Sie zusammen als FDG Ultras. Das ist eigentlich die schönste Interpretation. So, soweit, so gut. Was wir dann noch ergänzt haben, sind die beiden dünnen Streifen oben. Und die zeigen in taktischen Zeichen eine Schule an. Und das ist natürlich auch wieder doppelt passend für uns, weil natürlich einerseits das Panzermuseum sich als Lernort versteht, wenn auch als außerschulische, aber Schule war die beste Metapher für einen Lern- und Bildungsort. Denn das andere wäre so ein L für eine Lehreinheit gewesen und das sähe nicht so schön aus auf dem T-Shirt. Also das haben wir mit reingepackt. Und dieser schwarze Balken links, oder in unserem Design der weiße Balken, also der massive Balken an der Seite, der zeigt einen zusammengesetzten Truppenteil an, was natürlich ideal ist für ein Panzermuseum, das aus zivil und militärisch besteht und eine Horde FDG Ultras, die aus völlig unterschiedlichen Menschen bestehen, die aber diese Liebe zur FDGO eint und auch mit uns eint. Und so passt das alles wahnsinnig gut zusammen. Und das ist die Sinnstiftung dieses Entwurfes. Und deswegen finden wir das so mega toll. Und damit das alles zusammenpasst, kommt es auf die Farbe, die am ehesten in Richtung Bundeswehr und NATO-Zeit, Kalter Krieg und Demokratie geht und eben natürlich auch Einsatzzeit und heutige freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das ist dann halt eine Art Olive. Es ist nicht genau das Bundeswehr-Oliv, aber wir müssen eben mit den Rohlingen der T-Shirts arbeiten. Und deswegen haben wir das genommen. Das ist da am nächsten dran. Und weil wir mal richtig wild sein wollten und richtig nach vorne gehen wollten, haben wir eine Sache gemacht, die wir bis jetzt noch nie gemacht haben und haben gedacht, wir gönnen uns mal was, weil das eben so ein besonderes Shirt ist, das uns repräsentiert, aber vor allem natürlich auch unsere Verbundenheit mit Ihnen, von Ihnen mit uns repräsentiert, haben wir auf diesem Shirt hinten drauf riesig unser Logo gepackt. Also wir müssen ja, wenn wir ein T-Shirt verkaufen, ist es eine coole Botschaft und das ist etwas, was wir herausbringen wollen, aber es muss sich für uns ja auch insofern lohnen, als dass ein bisschen ein Werbeeffekt dabei ist. Und alle anderen Varianten waren ein bisschen schwierig mit unserer URL, die wir sonst immer haben. Das hätte das Design kaputt gemacht. Auf dem Arm hätte es echt ein bisschen komisch ausgesehen, so quasi militärisch. Aber hinten drauf richtig fett als Druck. Erstens macht es das, was es soll. Es zeigt, wo dieses T-Shirt herkommt. Und zweitens sieht es in der Größe auch einfach wieder richtig gut aus. So, das zum Entwurf. Wir hoffen, es gefällt Ihnen. Damit kommen wir jetzt zu den organisatorischen Details. Wir haben das jetzt fertig, das ist bestellt, geht in Produktion, wird geliefert und sollte in 2 Wochen, sagen wir mal der Sicherheit halber, in 3 Wochen da sein. Also Mitte Juli können Sie die Dinger kaufen. In der Farbe, wie Sie sie hier sehen, gibt es die auf jeden Fall. Diese Rohlinge in der Farbe gibt es bis 3XL. Wir gucken mal, ob wir vielleicht noch eine schwarze Variante finanzieren können, weil die dann größere Rohlinge, also 4, 5XL bereitstellt. Müssen wir aber gucken, kann ich jetzt nicht versprechen. So geht es bis 3XL. Wir schauen, was wir tun können. Was wir nicht bereitstellen, zumindest nicht in der ersten Rutsche, sind das, was man früher Girly-Shirts nannte. Den Begriff finde ich beknackt, weil jeder kann eng anliegende Shirts tragen. Deswegen streichen wir das jetzt. Also, enge Passform. Müssen wir überlegen, hängt davon ab, wie sich die erste Charge verkauft. Denn das ist für uns, wir sind eben kein reiner Shop. Immer ein bisschen schwierig mit den Geldern zu wirtschaften, wir müssen immer etwas vorsichtiger sein. Und deswegen machen wir das erstmal nicht und gucken, wie sich die Grundform verkauft und dann überlegen wir uns das. Also 3XL ja, engste Passform nein. Der Preis wird liegen bei 25 Euro, was wir super fair finden für ein T-Shirt, das vorne und hinten vernünftig bedruckt ist. Und genau, Zeitraum dann Mitte Juli, Online-Shop
Und ob das ein Staple wird, also ob es immer im Shop ist oder ob es eine einmalige Aktion ist und dann ausläuft, müssen wir entscheiden, je nachdem, wie sich die T-Shirts verkaufen. Das gilt übrigens auch für die anderen. Wir überlegen immer mal wieder neu aufzulegen. Wir haben das im Blick. Wir sehen auch die Fragen, kommt das Panzerinnen-T-Shirt wieder? Kommt das Museen sind nicht neutral-T-Shirt wieder und so weiter und so fort? Haben wir also alles im Blick. So, ich hoffe, ich habe damit alle Fragen beantwortet. Lasst die Diskussion in den Kommentaren beginnen. Wir finden es toll. Wir danken allen, die eingesendet haben und sich beteiligt haben für die Entwürfe. Wir glauben, dass der Gewinnentwurf eine tolle Sache ist, um Sie und uns zusammenzubringen und nach außen zu tragen und zu zeigen, wofür wir stehen und was wir sein wollen, gerade in diesen Zeiten. Und ja, jetzt muss die Produktion beginnen. Dann haben Sie vielleicht schon Ihr Lieblings-T-Shirt für den Sommer. Vielen Dank, auf Wiedersehen und tschüss.